Hallo, ich begrüße euch zu einer neuen Wochendeko. Heute ist Kalenderwoche 18 dran. Das war die letzte Woche. Und ja, ich musste mir erstmal neue Einlagen drucken, denn ich hatte hier auf dem letzten ausgedruckten Kalenderblatt irgendwie munter Dinge getestet und habe mir jetzt ein paar weitere Wochen ausgedruckt. Das hat sich ein bisschen verzögert, denn ich weiß gar nicht, ob ich das alles noch so zusammenkriege. Ich hatte vorzudrucken, dann hat der Drucker keine Verbindung zum Laptop aufgebaut, dann musste ich da wieder ewig deinstallieren, installieren, Treiber finden und so weiter. Und nachdem ich dann endlich alles wieder connected hatte, war die Tinte alle. Ja, wie kann es anders sein? Das war natürlich super ärgerlich, weil das war nämlich am. Ich gucke gerade irgendwie. Stimmt hier was nicht? Sind die Daten falsch? 17, 28. Verwirrt. Das sind völlig falsche Daten hier. Na gut. Ich bin gerade irgendwie leicht verwirrt, weil. Na gut, ich wollte eh die Tage überkleben, dann muss ich das auf jeden Fall machen. Irgendwas ist hier dann wohl schief gegangen. Hier geht es beim 28. los und hier ist der 25. Warum auch immer. Und die Seite stimmt jetzt aber wieder. Egal, ja, ich wollte dann drucken. Einen Tag vorm 1. Mai, das war nämlich hier der Mittwoch, war dann meine Tinte alle und so schnell kommt man ja dann nicht an neue Druckerpatronen. Ich habe gesucht und gesucht zu Hause, weil ich irgendwie im Gefühl hatte, ich habe noch eine, aber ich habe sie nicht gefunden. Habe dann erstmal diese Woche dekoriert, obwohl ich eigentlich die Seite ja auch schon mal neu ausdrucken wollte, aber ich dachte, naja, das ist dann halt nicht so schlimm. Hätte ich mal machen sollen, dann hätte ich hier jetzt auch die richtigen Daten gehabt, aber egal. Und so 3 Tage später finde ich zufällig beim Schublade aufziehen die Ersatzpatrone, die ich noch zu Hause hatte. Düdüm. Ja, also ich hätte drucken können, wusste aber nicht, wo die Patrone liegt. Und jetzt habe ich auf jeden Fall neue Einlagen. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir kümmern uns dann gleich auch darum, dass die Tage hier überklebt werden. Ich habe mir eh die Wochentagsticker rausgesucht von Sabrina, dass ich das einfach überkleben kann. Also das hatte ich eh vor, deswegen ist das jetzt nicht so schlimm. Und die Flecken hier, die muss ich dann halt auch mit überkleben. Das ist aber, glaube ich, kein Problem. Dann würde ich sagen, nehme ich das hier einmal raus. Und dann legen wir auch direkt los. Und ich habe ja eben schon die Sabrina angesprochen. Das Haupt-Sticker-Set, was ich heute verwenden möchte, ist auch von ihr und zwar von Vintage Sticker Dream. Link wie immer in der Infobox. Es handelt sich hierbei um ein PR-Sample, was ich von ihr zugeschickt bekomme, netterweise, denn ich bin ja in ihrem PR-Team. Es gibt auch einen Rabattcode, dekoriert10, den findet ihr auch unten. Und ja, dann würde ich sagen, das hier ist das Hauptset, was ich verwurschteln möchte. Dann habe ich hier noch diverse relativ schlichte Tapes. Die hier sind zum Beispiel auch neu. Die haben so ein bisschen so ein Aquarell-Touch, Aquarelloptik. Und dann wollte ich von diesen Stickern eventuell auch nur die grauen nehmen, weil die rosanen, glaube ich, farblich nicht ganz optimal passen. Mal sehen. Das ist auf jeden Fall der Plan. Und dann habe ich noch diverse andere Bögen rausgelegt an Stickern, die ich dann auch noch verwenden möchte. Und ich fange mal hier direkt mit den Wochentagen an. Oder lege die schon mal beiseite, damit ich die gleich nicht vergesse. Und ich habe auch hier wie immer neben mir den Kalender liegen, damit ich weiß, was wann war. Und ich werde aber, glaube ich, erst mal. Grob die Sticker verteilen, dachte ich, aber vielleicht auch ein bisschen Washi-Tape. Also ich habe das Gefühl, das wird eine sehr volle Deko heute. Ich werde einfach mal
ganz mutig. Ich ziehe das mal kurz zu mir ran. Washi-Tape kleben. Und zwar einmal hier unten. Ja. Und hier oben. Ich glaube, es wird relativ großflächig heute alles zugeklatscht, so wie es jetzt schon aussieht. Wir werden es gleich sehen. Aber ich habe ja auch so ein paar Fehler sozusagen auszumerzen. Und deswegen verteile ich mal dieses graue Tape. Das finde ich super schön als Hintergrund, benutze ich auch sehr gerne in Kombination mit Rosa. Vor allem, weil es nicht so kräftig ist in den Farben, weil das Grid, also die Linien ja nicht schwarz, sondern weiß sind. Das finde ich sehr schön. Das macht das Ganze so ein bisschen dezenter. Und jetzt müsste ich eigentlich hier oben auch noch was hinpacken. Das ist natürlich genau da, dieser Übergang. Aber dann machen wir das so und dann klebe ich da irgendwas drüber. Heute wird geschichtet. Nicht Geschichte geschrieben, sondern geschichtet. So, dann teile ich das hier einmal durch. So. So, so. Und ich habe ja auch noch dieses Aquarell-Washi hier. Das habe ich ganz neu. Da muss ich mal gucken, ob ich das integriert bekomme. Das Ding ist halt, dass man immer oben und unten dieses weiße oder so fast schon gelbliche Tape hat, was nicht so ganz optimal ist. Aber ich kann ja schlecht diesen Streifen ausschneiden. Das wäre jetzt irgendwie ein bisschen zu viel des Guten. Ja, überzeugt mich gerade nicht so. Seien wir mal ehrlich. Vielleicht lasse ich es dann auch einfach weg. Und dann gehe ich einmal direkt weiter zu den Stickern hier. In der Woche hatte ich nochmal Hilfe im Haushalt sozusagen, beziehungsweise nicht Haushalt, sondern beim Schlafzimmer-Makeover. Denn das Einzige, was noch gefehlt hatte, war eine Gardinenstange. Und ich hatte zwar extra an dem Samstag zuvor noch eine gekauft und war in 100.000 Läden, bis ich mich dann entschieden habe, eine sehr teure zu kaufen. Ich weiß gerade gar nicht, ob ich das schon erzählt hatte, aber ich habe letztendlich eine simple Gardinenstange mit drei Halterungen für 65 Euro gekauft und es hat ein bisschen geschmerzt, denn es war doch ganz schön teuer. Aber ich dachte mir halt, wenn schon, denn schon. Also ich hätte mir auch eine für 25 oder 30 Euro kaufen können, so als Komplettpaket mit Plastikhalterungen und nicht in der Farbe, die ich wollte, aber halt günstig. Und dann stand ich davor, ich war in drei Baumärkten und habe verglichen und überlegt und ja, lange überlegt. Und irgendwann dachte ich, nein, ich möchte es schön haben und ich möchte einmal kaufen. Und es gibt ja diesen schönen Spruch, wer billig kauft, kauft zweimal. Und das hatte ich dann auch so ein bisschen im Kopf und dachte, nee, ich kaufe einmal richtig und habe mich dann dafür entschieden, die teure Variante zu kaufen, die mir am besten gefallen hat. Und jetzt habe ich aber die an dem Samstag hier mit einem Freund angebracht, weil wir dafür einen Schlagbohrer brauchten, den wir an dem Wochenende davor nicht hatten. Und ja, jetzt ist alles wieder schön und eigentlich auch soweit fertig. Jetzt muss natürlich da auch so ein Sticker hin. Das ist irgendwie doof, ne? Ne, machen wir anders. Ja, ich bin super zufrieden auf jeden Fall mit dem Ergebnis. Ihr habt ja auch das Makeover euch anschauen können.
Und irgendwie wirkt der Raum viel heller, größer, freundlicher, einladender. Also es ist echt krass, was für einen Unterschied das macht, dass man da sowohl die Raumaufteilung natürlich verändert, aber auch ein, zwei Möbel und Dekosachen austauscht. Also da, was das angeht, könnte ich auch noch einen Tick mehr machen, glaube ich. Aber dieses so ein bisschen cleanere, zurückhaltendere gefällt mir auch sehr gut. Und ja, mal gucken, was ich dann als nächstes so ansteuere. Aber erstmal bin ich jetzt dann doch schon ganz glücklich hier bei mir zu Hause. Was ich noch ein bisschen optimieren kann, sind auf jeden Fall die Wände im Wohnzimmer, denn da ist ja noch nicht so viel ja, dran. Da kann ich noch ein bisschen was verändern und habe auch schon ein, zwei Ideen. Und eventuell werde ich da auch noch mein eines Regal umdrehen. Ja, schon wieder werkeln. Umdrehen und Holzfüße ranschrauben, wie auch bei meinem TV-Board. Das hatte ich ja auch quasi in Eigenregie zum TV-Board umgewandelt vom Regal zum Board mit Holzfüßchen dran. Und ja, mal gucken, ob ich das demnächst dann auch in Angriff nehme. Das hat auf jeden Fall noch ein bisschen Zeit. Eilt jetzt nicht, aber ja, man möchte dann ja seine Ideen auch noch relativ schnell umsetzen, wenn man kann. Und ich bin jetzt aber noch so ein bisschen am Warten, weil ich doch einiges an Geld jetzt die letzten Monate ausgegeben habe für diverse Veränderungen hier in der Wohnung. Und vielleicht sollte ich da jetzt einfach mal so ein bisschen auf die Bremse treten, damit ich nicht all mein Geld in Möbel und so weiter investiere. Und Kleinvieh macht ja auch Mist. Also selbst wenn man ganz viele nicht so teure Dekoteile oder Wandregale und sowas kauft, das läppert sich ja auch irgendwie alles zusammen. Deswegen muss ich da so ein bisschen mich mal zurückhalten. Aber das kriege ich hin. So, jetzt habe ich hier oben noch ganz viel Platz. Ist natürlich doof. Es liegt halt daran, dass ich das Set schon mal benutzt habe und ich nur noch vier von diesen Motiven hatte. Aber vielleicht. Mache ich es dann ganz bewusst am Montag ein bisschen anders. Und nehmen wir solche Kreise. So. Und dann klebe ich, glaube ich, erstmal die Wochentage über. Das Gute ist, dass die in meinen Einlagen nicht so groß gedruckt sind, dass ich das mit denen hier immer ganz gut einfach überkleben kann. Und ja, meine Einlagen sind selber gemacht. Ich werde immer noch ab und zu unter meinen Videos gefragt, wo ich die her habe. Aber ich mache meine Einlagen eigentlich schon seit Jahren selber, dass ich das immer meinen Bedürfnissen anpassen kann und meinen Wünschen. Und ihr habt ja eben gesehen, also ich drucke immer nur so ein paar Wochen im Voraus aus, je nachdem, ob ich das Gefühl habe, dass ich da demnächst mal wieder was verändern möchte oder nicht. Und wenn ich das Gefühl habe, dass ich da demnächst dann doch nochmal ran möchte, dann drucke ich eben nicht so viel im Voraus und bastel da einfach noch so ein bisschen rum. Aber momentan bin ich ganz zufrieden mit meinen Einlagen. Also ich habe die jetzt auch wirklich seit Januar, glaube ich, nicht mehr verändert. Und ja, seitdem bin ich auch ganz glücklich mit denen und benutze die fleißig. Und das ist eigentlich doch ein gutes Zeichen, dass die so gerade auf jeden Fall ja, gut zu mir passen.
jetzt friemel ich hier die Sticker ab. Die sind halt teilweise schwer vom Blatt zu kriegen, weil die so kleine Eckchen und Kanten und so haben. So, passen aber perfekt, wie gesagt, über meine Tage, was natürlich sehr schön ist. So, das war das. Ich habe ja auch noch Mädchensticker rausgesucht. Da muss ich jetzt mal schauen, ob ich die noch mit reinpacken möchte. Und zwar diese hier. Ich glaube, die passt doch nicht so gut. Die hier könnte ich auf jeden Fall noch irgendwo hier unten hinsetzen. Oder da oben. Ich glaube, ich mache die nach da oben. Das ist ja hier immer meine YouTube-Ecke sozusagen. Und dann kann ich ja eigentlich die hier ganz gut so hinsetzen. Ne? Minimal schräg, aber macht nichts. Dann ist das benutzt und das wird, glaube ich, zu viel, oder? Naja, ich wollte es ja vollpacken. Ich habe auch extra dann noch welche rausgesucht, die wenigstens dieselben Haare haben, dass man da nicht das Gefühl hat, man hat alles durcheinander aufs Papier gebracht. Ich glaube, ich packe die jetzt tatsächlich noch hier so hin. Hier, hier. Da, so. Dann sind die auch benutzt. Und dann habe ich noch den Planer raussuchen wollen. Ich habe die alle mal auf einen Bogen gepackt, damit ich das alles im Überblick habe, was ich so an Planerstickern habe. Aber wenn das natürlich aus dem Set ist, passt das ja am besten natürlich. Deswegen wähle ich den natürlich auch dann dafür. Und in der Woche weiß ich jetzt gar nicht, was für Videos da online gegangen sind. Das muss ich einmal im anderen Kalender nachschauen. KW17 und das Schlafzimmer-Makeover. Dann bastel ich mir das hier mal zurecht. Zap, zap. Irgendwie ist der hier gerade zu viel, oder? Ich hätte jetzt noch oder würde jetzt gerne noch zwei solche Kästchen nehmen und da würde ich dann einfach reinschreiben, welche Videos online gegangen sind. Eins. Und zwei. Und dann ist der Planer irgendwie ein bisschen über. Vielleicht ausnahmsweise mal ganz gerade. Das hier ist nicht so gerade geworden, aber das lasse ich jetzt so. Der ist benutzt. Dann trage ich hier einmal die beiden Videos ein. So und so. Am Montag hatte eine Freundin von mir Geburtstag. Das könnte ich dann mit so einem schönen Sticker hier noch schreiben oder reintun. Und mit so einem Fähnchen.
Lines Birthday. Ansonsten hatte ich am Montag einen ganz normalen Arbeitstag. Der war relativ unspektakulär, aber ja, sonst halt wie immer. Und am Dienstag und am Donnerstag war der Fliesenleger da, denn nachdem meine Dusche repariert worden war, waren diverse Fliesen im Badezimmer kaputt, weil man sonst nicht an die Duschwanne oder unter die Duschwanne rangekommen wäre. Und deswegen musste da dann auch wieder was gehandwerkert werden oder gewerkelt werden. Und das ist dann in dieser Woche endlich passiert. Deswegen schreibe ich hier einmal rein. 8 Uhr. Fliesenleger. 8 Uhr. Fliesenleger. Ja, der hat in der Woche auf jeden Fall meinen Schlafrhythmus durcheinander gebracht, kann man so sagen. Weil ich ja immer relativ spät abends noch arbeite und dann nicht morgens um 8 Uhr aus dem Bett hüpfe. Aber gut, dann trage ich hier noch einmal Free rein. So. Also es wird heute eine Woche mit ganz vielen Wortstickern, wie ihr seht. Am Sonntag habe ich auf jeden Fall relaxed. So. Am Mittwoch auch, aber da will ich jetzt nicht noch einen zweiten Sticker dazu kleben. Und am Samstag haben wir die Gardinenstange angebracht und haben auch noch im Wohnzimmer meine eine Lampe ein bisschen korrigiert, weil die hatte so ein viel zu langes Kabel da dran, weshalb wir dann da ein bisschen das Kabel quasi gekürzt haben und ja, zugesehen haben, dass das alles ein bisschen besser aussieht. Wenn ich von wir rede, da meine ich meinen besten Freund und ich. Und dann würde ich sagen, trage ich das hier einfach einmal ein, was wir so gemacht haben. Oh Mist, das war am Samstag. Schiete. Manu, das ist jetzt wirklich das Käse. Help. Okay, Moment. Das Ding hier war eh ein bisschen schräg aufgeklebt. Oh nein. Oh nein. Schön die Ruhe bewahren, Sarah. Ich habe keine großen Sticker mehr, aber dann nehme ich vielleicht sowas hier oder die Kreise, aber die Kreise sind nicht deckend genug. Ich habe auch am Freitag nicht viel einzutragen, das ist das Problem. Also ich nehme, glaube ich, einmal nochmal sowas hier, damit das schon mal halbwegs wieder überdeckt ist. Und dann nehme ich noch einen kürzeren. Dann so ein Kästchen hier. Und noch so ein Ding.
So. Ja, gut. Not macht erfinderisch, ne? Dann probieren wir das doch hier unter nochmal. Aber ich glaube, ich werde das auch gar nicht mit so vielen Wörtern schreiben, sondern mach das dann auch mit diesem Kästchen hier. Und dann passt das soweit. Okidoki. Hier ist noch ein bisschen wenig. Vielleicht mache ich das einfach ähnlich wie da oben mit den anderen. So. Ja, so richtig viel mache ich, glaube ich, nicht mehr. Aber ich gucke mir jetzt hier noch mal die Kreise an. Na komm schon. Davon klebe ich jetzt noch ein, zwei auf. Ich glaube, das macht das einfach auch noch mal ein bisschen interessanter, wenn da noch ein paar schlichte graue Kreise bei sind. Aber ich habe leider hier nicht so viele bei. Noch einer. So, ja, weniger ist mehr. Dann lasse ich es dabei. B lasse ich es dabei. Ich habe immer noch die Schleife kleben. Die machen wir mal zum Geburtstag. Und damit die nicht so einsam ist, nehmen wir vielleicht noch eine zweite oder dritte dazu. Ich glaube, das reicht. Okidoki. Also, dann haben wir es soweit. Ich werde heute in die weißen Felder nichts großartig eintragen. Ich lasse das so ein bisschen, ja, unbeschrieben. Ich glaube, das gefällt mir so besser. Und dann schauen wir uns das Ganze doch mal im Planer an. Da ist die Deko im Planer. Ich finde sie sehr schön. Ist auch mal wieder was anderes. Ich habe ja jetzt länger nicht diese Erin Condren Sticker von der lieben Sabrina benutzt. Sonst habe ich jetzt immer eher Motivsticker verwendet oder auch mal gar keine Sticker von Sabrina. Aber ich habe das ja immer so ein bisschen abgewechselt. Und diese Erin Condren Sticker finde ich aber auch sehr schön, vor allem weil die halt wirklich. Da sind ja meine Einlagen zu angepasst, sozusagen, dass die genau zwischen diese Linien von einem Tag passen.
Und das gefällt mir nach wie vor dann sehr gut, da auch mal so ein, zwei von reinzupacken. Und ja, schreibt mir gerne in die Kommentare, wie euch die Deko gefällt. Und dann sehen wir uns ganz bald wieder. Tschüss!